Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Aufnahme von Anno 1800. Wir gehen wieder mal direkt hinein ins Spiel. Wir haben es hier ja auch angehalten, deswegen schauen wir mal rein, was wir hier alles noch zu machen haben. Zum einen haben wir die Kanonen hier, die wir ja jetzt weiter herstellen. Grundsätzlich bin ich eigentlich jemand, der die nicht so häufig braucht, weil ich ja nicht so wahnsinnig Krieg führen möchte. Aber... Und da sollten wir auch mal so langsam dran denken. Wir müssen natürlich auch mal so langsam unseren Hafen auch sichern. Dafür brauchen wir auch unter anderem die Kanonen. Einmal gibt es ja diesen, wie gesagt, neuartigen Flammenwerfer, den ich persönlich nicht kenne. Ich gucke mal hier rein, ob hier nicht nochmal das Klassische gab. Eine Flakstellung gibt es. Die können wir zum Beispiel auch schon bauen damit. Normal hat man die hier so ins Wasser gesetzt. Ja, ist auch immer noch so. Dann gibt es noch einen Kanonenturm. Wo ist der Unterschied? Schaden pro Sekunde 73, 30, 23. Also da ist diese Flak natürlich am interessantesten. Kostet allerdings auch 60. Wartungskosten. Einfluss noch keinen. Und die braucht dann nochmal Stahlträger, der Kanonenturm. Aber ich würde die Flak ruhig mal nehmen. Warum denn nicht? Wenn sie uns doch mehr bringt, dann setzen wir die doch mal hier an unserem Hafen ein. Wie gesagt, die kann man hier schön verteilen. Und wenn man den einmal hier hinsetzt und einmal hier hin, zwei können wir gerade machen, da wir Kanonentürme haben oder Kanonen haben, dann haben wir doch jetzt hier schon mal eine richtige Sicherheit. Zumindest schon mal eine kurze Sicherheit. Militär, das wird dann auch angegeben. Glaube ich eigentlich auch hier, genau. Das müsste aber wahrscheinlich erst kommen, wenn das hier jetzt hier hochgearbeitet wurde. Ist ja noch im Bau sozusagen. Ja, das haben wir. Das haben wir. Gut. Ich muss mich gerade mal sammeln, weil zwischen der letzten Aufnahme ein bisschen Zeit vergangen ist. Genau, wir wollten wieder die Nähmaschinen immer noch. Da ging es ja immer noch um die Geschichte hier in Sylt oder auf Sylt. Wie viel haben wir denn jetzt mittlerweile von den hier 55? Feuer, ist ausgebrochen. Feuer. Feuer. Da haben wir natürlich sofort reagieren. Hier haben wir noch nichts. Ich bin ja echt, da vergesse ich immer wieder. Wo ist denn das Feuer? Ach, da. Jetzt sind wir da mal die Feuerwache hin. Das ist dann aber, das läuft dann schon. Dann können wir wieder gucken. Aber ich würde jetzt gerne erstmal gucken, wenn diese Flak fertig ist. Sind fertig. Ach, guck mal hier. Das sollte man auch mal vorher lesen. Gegen die meisten Schiffe ist sie wirkungslos, aber Feinde in der Luft sollten sie fürchten. Ah ja, deswegen ist das neu, weil wir ja diese... Ich habe ja auch dieses Add-on mit dabei, beziehungsweise DLC mit den Lüfte-Geschichte da, ne? Deswegen ist das interessant. Naja, man weiß ja nie, ob was von der Luft kommt. Aber da müssen wir trotzdem nochmal gucken und müssen uns dann diese klassische Geschichte, steht das auch hier? Ja, guck mal, hätte ich vorher lesen sollen. Ja, dann müssen wir nochmal den Kanonenturm bauen. Da fehlen uns aber gerade wieder welche von diesen Kanonendingern da. Die sind aber hier weiter in der Produktion, haben wir jetzt gerade 4 Stück noch. Dann machen wir mal da weiter. Gut, aber jetzt gehe ich doch nochmal rüber, weil es müsste rein theoretisch jetzt möglich sein, doch, ach, kann ich auch von hier gucken, dass wir die Nähmaschinen noch bauen. Wir haben das. Wir müssen jetzt nur eine Verbindung schaffen zwischen den beiden Inseln. Wo gerade jetzt jemand hier ist, kann der mal eben manuell bringen. 13 Stück, dann ist es nämlich richtig, dann ist es so. Und fahre das mal hier rüber. Dann haben wir mittlerweile alles hier. Ich habe die Schiffe ja immer ganz gern irgendwo, die ich nicht so brauche, damit ich den Überblick nicht verliere. So, Zeitung. Einsatz verschlafen. Naja, wir veröffentlichen. Das findet sie auch gut. Was ist denn nochmal mit der Tante hier? Das macht nicht die. Mit der Tante, ob wir die jetzt wirklich mal besänftigt kriegen. 44 haben wir da mittlerweile. Oder wir schicken ihr mal Geld. Oder wir machen eine Aufgabe für sie. Komm, wir haben die Schiffe gerade frei. Ich habe nichts für sie. Ah, toll. Dann schmeicheln wir die ein. Und wieder minus 3. Das geht nicht. Mit der kriegen wir echt gleich Schwierigkeiten. 26.000. Ein plus.
Na wunderbar. Aber das muss man immer wieder mal tun, sonst haben wir mit der echten Problem. Ist so. Was ist denn bei der Frau Ching nochmal so? Was möchte die denn haben? Brot möchte die haben. Und Konserven. Guck mal, 15 Konserven. Das ist ja auch gut. Das haben wir ja hier. Dann lass uns da mal ein bisschen Geld verdienen. Wie viel Brot, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nehmen wir einfach mal 50 mit, fahren ja eh wieder zurück. Dann haben wir hier mit ihr auch mal ein bisschen gehandelt. Manchmal ist das nämlich auch gut. Dann gibt das nämlich auch positiven Elan. Wobei, lass uns mal kurz da bleiben, damit ich das auch weiß, dass wir da noch wieder hin müssen. Denn wir wollten mal eben in die neue Welt gehen. Da sieht es so aus. Da haben wir ein Schiff, da würde ich auch gern nochmal ein zweites Schiff für fertig machen gleich, dass wir hier noch ein zweites Schiff zum Hin- und Herschippern haben. Da wollte ich gar nicht drauf, da wollte ich drauf. Wir stellen ja das Bananenbrot her, Holz und so ist mittlerweile schon zu viel, seht ihr? Da müssen wir nochmal gucken. Ja, siehst du, wir brauchen nämlich auch was. Wir brauchen nämlich die Ziegelsteine. Wobei, waren die nicht hier? Wollte ich gerade sagen, irgendwo waren die doch hier. Können wir das schon selbst bauen? Können wir noch nicht. Ist wahrscheinlich erst, kann die nächste Stufe erst. Gehe ich jetzt mal von aus. Ja, das wird dann erst später der Fall sein. Dann ist das okay, dann können wir da nichts machen. Aber insgesamt haben wir natürlich hier, und deswegen meinte ich vorhin, wir brauchen da nochmal Ziegelsteine, weil wir nämlich hier jetzt auch einen Überschuss haben, den wir natürlich jetzt auch, die können wir jetzt mal aufs Schiff laden. Ich bin da ja immer sehr, dass ich denke, ja, man muss, kann das auch anders klären. Guck mal, die wollen eine Allianz haben, da müssen wir inzwischen, die mache ich nie. Also wenn man eine Allianz hat, dann ist immer das Problem, dass wenn die Krieg führt, wir mit dabei sind. Also definitiv nein, auch wenn sie da meckert oder das nicht schön findet, dann ist das halt so. So, wir lassen mal, nehmen ruhig mal alles mit, wir bauen da ja gerade erstmal nichts. Wir nehmen auch ruhig mal, den Rum möchte ich auch nicht verfallen lassen, wir nehmen erstmal den Rum auch mit rüber. Na, komm, 30, den Rest bis dahin schicke ich ein Schiff rüber. Und die Bananenchips, die sollen auch nicht verfallen. Die nehmen wir ruhig auch mal mit rüber, nämlich zu unserer... Ja, wo fange ich denn als nächstes an? Welche Insel? Ich gehe mal auf diesem Hauptding hier. Und lass den mal darüber segeln. Und jetzt gucken wir uns mal an, wenn wir zurückgehen, sind wir ja sowieso erstmal bei Frau Ching. Da verkaufen wir ja jetzt ein bisschen was, wenn sie es noch will. Möchte sie noch? So, 26.000, das ist doch schön. Hat sie denn was, was wir wollen? Aber das könnten wir jetzt eh nicht nehmen, weil unser Schiff voll ist. Naja, gut, egal. Aber apropos Schiff, wir schicken jetzt nochmal eins rüber. Eins der großen, dass ich da hinten auch zwei habe. Einen weiteren Clipper. Ja, dann lass uns noch einen Clipper bauen. Machen wir es so. Der ist ja wieder in 6 Minuten fertig. Und dann schicken wir ihn jetzt rüber. Erstmal mit Ziegel, dass wir da genügend haben. Hier produzieren wir ja weiterhin. Ich denke, das sollte erstmal dann reichen. Und das ist ein Schnitter, der heißt Tod. Warum erklärt die mir jetzt den Krieg? Guck mal, das mag ich ja gar nicht, ne? Scheiß die Wand an. Jetzt muss ich das auch mal hier lassen. Ich muss jetzt alles hier haben, wenn sie mir Krieg erklärt. Ich kann natürlich sagen, ich möchte eine, wie heißt das hier, so ein Waffenstillstand. Unmöglich. Beides unmöglich. Die Feder führt das Schwert voll. Das ist natürlich heftig. Was ist sie nochmal für eine Farbe? Jetzt bin ich ganz nervös, ne? Sie ist blau. Das heißt, alle meine Schiffe, die an blauen Inseln vorbeifahren, haben schon ein Problemchen eventuell. Gerade hier oben. Zum Glück hat sie sich mehr hier so eingenistet. Also da darf ich gar nicht vorbei. Das geht jetzt gerade noch. Aber es ist natürlich trotzdem ein Drama. Jetzt habe ich das Schiff hier gebaut. Eigentlich müsste ich es jetzt abbrechen. Ich brauche Kriegsschiffe. Denn die hier können das alle nicht. Also die haben, jedes Schiff kann, glaube ich, irgendwie Schaden machen. Aber jetzt nicht so extremst, ne? Wir haben auch keine Items mehr. Nee. Da müssen wir natürlich dringend auch gucken, dass hier unsere... Da ist jetzt gerade nichts. Dass wir die rüberholen. Ja,
Ich muss das mal eben abbrechen hier. Ich brauche das große Schiff jetzt gerade, um alles Mögliche hier rüber zu holen. Weiß nicht, wie viele da ja laden. Lass sie mal losfahren. So, hier, die haben zum Beispiel Trefferpunkte 1000. Also 1000 können die aushalten, aber selbst schießen kann natürlich keiner was. Also die nicht. Der macht jetzt Schaden pro Sekunde 43 und so ein großer, der hat auch nur Trefferpunkte da, macht aber keinen Schaden. Ja, krass. Können wir der denn irgendwie ein bisschen Geld nochmal schicken, geschenken? Habe ich ja gerade schon. Beleidigen kann ich sie nur noch, Geld anbieten. Erfolg eingeschränkt. Vorsicht ist mein Hirte. Hat sie genommen, aber nichts passiert. Ja, bitter, bitter. Bitter, bitter. Und hier haben wir jetzt auch noch gerade was gesetzt, was natürlich jetzt noch nicht so den Top-Schutz ist. Ne? Wie viel haben wir von den Kanonen jetzt? 12, das ist nicht viel. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier nochmal... dass wir hier nochmal neu was machen. Dass wir noch eine zweite Fabrik machen. Wenn wir uns im Krieg befinden. Müssen wir uns auch dementsprechend verhalten. Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten kriegstechnisch? Hier ist nichts mehr. Ja, diese kleineren Dinge. Das können wir hier auf der Insel, weil die Insel natürlich dann auch gefährdet ist. Das ist die Geschützstellung. Schaden 23. Das ist die, die braucht aber 8 von denen. Und 10 von denen. Dann lass uns mal ein so ein Ding hier bauen. Und dann lass uns die 8 auf jeden Fall hier rüber. Wie viel braucht das Schiff da, was man als Kriegsschiff? Kanonenboot, das braucht 7 schon allein, das kleine. Das große können wir eh noch nicht bauen, aber die Fregatte ist doch auch irgendwie schadenstechnisch, ne? 28 pro Sekunde, die 21 pro Sekunde, die braucht aber 15. So schnell kriegen wir die jetzt nicht hin, dann würde ich lieber wahrscheinlich erstmal auf die kleinen Kanonenboote setzen. Dafür brauchen wir 7. Dafür muss die Produktion hier vorne jetzt echt anstoßen. Ja, Leute, da habe ich jetzt mal gerade was anderes zu tun. Das ist ja schon Hammer. Was treibt denn da? Kleidung. Aufgabe habe ich gerade auch keine Zeit. Wie viel stellen die jetzt her? Wir haben ja irgendjemanden gesagt, die sollen schneller arbeiten. Das war den hier. 50%, das waren die. Und die brauchen jetzt einfach nur die Stahlträger, von denen wir welche haben. Das passt schon. Das ist schon okay. Ja, ganz beschissene Situation. Trotzdem noch mal eben in die neue Welt, da wollten wir ja auch. Der ist unterwegs, der ist gleich da. Wo ist denn sie hier, ne? Also die ist da zum Glück auch hier unten, ne? Also hier diese Insel würde ich jetzt gerade mal meiden von uns. Also da oben ist sie auch nicht so wahnsinnig vertreten, glücklicherweise. Das Schiff ist gerade fertig. Da muss ich trotzdem noch mal schnell rüber, da brauche ich ja noch ein Sekündchen. Das war jetzt das Kanonenboot, konnten wir aber jetzt noch nicht bauen, hatten wir jetzt nichts mehr da, ne? Muss ich das erst hochschicken? Doch, wir können eins bauen. Wie lange braucht das? 3 Minuten. Wie viel haben wir denn noch an Kanonen hier? Und jetzt noch eine, okay. Jetzt noch eine. Die holen wir uns ja gleich. Die bauen wir ja gerade in Rekordzeit hoffentlich. Ist traumhaft so, ne, wenn man das so sieht. Und hier oben wird es auch bestimmt irgendwas zu beackern geben. Es wird irgendwas sein nachher.
Erstmal ist es wichtig, unsere Hauptinsel, die jetzt da ist, zu sichern. Also auch mit diesen Kanonendingern. Wird gleich früh genug krachen, glaubt mal. Und die Lady Margaret kauft von der Prinzessin Xing Teile. Oder hat sie es zurückgekauft? Zurückgekauft. Ah, sie versucht also auch die anderen. Sie ist ja noch schlimmer wie die Beryl. Die war ja schon Kriegssucht oder ja, besitzergreifend. Aber die ist ja noch schlimmer. So. Jetzt gehen wir aber wieder hier hin und gucken, was wir hier schon haben und schiffern das schon mal rüber. 15. Ist noch irgendwas gerade ziemlich über. Sehr viele Klamotten, aber die werden wahrscheinlich da hinten schon zu viel sein. Gucken wir mal eben. Ja, die sind hier auch zu viel. Viel zu viel. Ist egal, fahr jetzt erstmal los. Damit wir danach das zweite Kanonenboot machen können. Das ist die neue, die wir jetzt haben. Das gerade, was ich eigentlich nach drüben schicken wollte. Aber auch der muss jetzt... Ah ne, der muss ja nicht an ihr vorbei. Alles gut. Das ist gut gewählt hier. Da haben wir jetzt diesbezüglich hoffentlich keine Probleme. Hier hinten jetzt mit dem Handel zu treiben, würde ich jetzt erstmal lassen. So, er kommt schon an mit den Kanonen. Das ist erstmal gut. Ich gucke gerade mal, wie viel Arbeitskleidung haben wir. Hier haben wir überall zu viel. Außer hier oben ist nichts. In Norderney. In Langerhoek, Entschuldigung. Ja, ich wollte sie ja jetzt rüber schicken. Deshalb, das klappt grundsätzlich. Und der kann dann nochmal Steine mitnehmen. Das war ja das, was eigentlich er jetzt hätte eben machen sollen. Aber wenn er jetzt eh drüber fährt, dann schicken wir sie jetzt rüber. Und hier werden wir uns direkt das nächste Kanonenboot machen. Jetzt könnte auch die Fregatte übrigens, die ja wie gesagt ein bisschen mehr Schaden aushält auch. Augenblick, wo steht das nochmal? Trefferpunkte 2000 und er 850. Na, dann lass uns mal so ein großes machen. So, und er bekommt jetzt Arbeitsteilung, brauchen die da drüben, glaube ich, gar nicht, ne? Achso, der ist es ja gar nicht. Ich habe doch einen anderen hergeschickt. Er hier, Fortuna heißt sie noch. Werden wir dann sowieso umbenennen. Also, erstmal brauchen die Steinchen. Das hatten wir ja gesagt, weil wir da noch nichts machen können. 150. Und sonst brauchen die, brauchen später mal Nähmaschinen, das weiß ich. Aber aktuell ist da nichts im Köcher. Wir können ja mal die 50 hier mit rübernehmen. Einfach, na, falsch. Der zweite war es dann, glaube ich. Der hier. Nach, oh, wie heißt denn unsere Hauptstadt? Das habe ich ja noch gar nicht umbenannt. Da muss ich mal eben gucken, wie die Hauptinsel heißt. Mahadonia. Okay. Mahadonia, auf viel Glück bei der Fahrt. So, unser Kanonenboot ist hier. Bei wem kriegen wir jetzt Sachen für den Kampf? Bei ihm schon mal nicht. Bei ihm auch nicht, wahrscheinlich bei ihm hier hinten. Ne? Da habe ich aber jetzt auch nicht mit gerechnet. Ja, hier sind die ganzen Schiffssachen auch bei. Habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet, dass wir so schnell hier in den Krieg geraten. Bin da eigentlich immer ganz friedlich und sie hat ja, ne, außer dass ich sie, glaube ich, viermal eingeschmeichelt habe. Wir versammeln das mal hier, damit ich auch weiß, wo meine Kriegsschiffe sind. Ich würde jetzt mal die Arbeitskleidung, wie viel passt da oben hin? 75, höchstens 150. So viel Arbeitskleidung haben, aber auch so viel an, können gar nicht mehr weiter produzieren, deswegen verkaufen wir einfach mal ein paar Sachen. Jetzt müssen wir aber hier drüben verkaufen.
Weil da hinten traue ich mich jetzt nicht hin. Gut, nichtsdestotrotz muss es jetzt irgendwie weitergehen. Wir machen ja die Boote. Machen wir ja weiterhin. Stellen wir die ja her. Wir können jetzt wirklich, wir haben hier Eisen rübergebracht und können jetzt schauen, dass wir hier. Dass wir hier jetzt die Nähmaschinen herstellen. Genau, die Nähmaschinenfabrik. Die würde ich auch in diesen Bereich hier setzen. Vielleicht haben wir da gleich noch ein Item. Ich würde das erstmal hier hinsetzen, können wir immer noch verschieben. So, das waren jetzt wie viele Arbeiter? 150 Handwerker haben wir noch. Alles gut. Holz haben wir da und grundsätzlich haben wir das da. Da müssen wir jetzt nur gucken, dass wir da auch eine Regelmäßigkeit im Transport hinkriegen. Gucken wir die Routen nochmal an. Wir müssen ja jetzt zwischen Sylt und Borkum quasi was hinkriegen. Ich muss mir das ja echt mal anders schreiben. Norderney, Sylt. Sonst gucke ich mir da jetzt mal rüber. Langeoog, Borkum. Beziehungsweise, ja, es kommt von Langeoog, wird geladen. Und in Borkum wird ausgeladen. Dann ist das auch richtig so. Habe ich das da auch richtig geschrieben? Einmal nochmal kurz gucken. Norderney, Sylt. Genau, korrekt. Und hier ist es, wird geladen, Norderney, Borkum. So. Das ist erstmal alles gut. Da gehen zwei Sachen nach Borkum. Aber wir müssen ja jetzt gucken, dass von Sylt was nach Borkum geht. Genau, deshalb brauchen wir so oder so ein neues Schiff. Ich muss mal ganz kurz gucken, wer steht denn hier und ist bereit. Das ist unser Flaggschiff. Das handelt. Hier, die Sylt 3 nehmen wir dann dafür. Route einrichten, Handelsroute. Irgendwann kostet das auch Einfluss übrigens. Sylt 3. Die fährt von Sylt nach Borkum und soll hier einmal laden den Stahl. Und zweite Geschichte wäre ja jetzt die Geschütze hier oder Kanonen, wie sie heißen. Wir stellen ja mittlerweile da auch das her. Wir machen erstmal die beiden Geschichten. Würden entsorgen, falls nötig. Und das wäre dann Route 4. Sylt Borkum. Zack. Da müssen wir aber in Sylt auch nochmal sagen, genau die beiden Geschichten, dass da auch ein bisschen was da bleiben soll, denn wir brauchen hiervon ja, um weiter auch was herzustellen. Also lass mal da immer 10 Stück da und von den Geschützen lassen wir nichts da, weil das können wir alles da drüben für die Schiffe gebrauchen. Ich würde hier nur noch eine zweite Flak war es ja jetzt nicht, aber hier nochmal so ein Kanonenturm geht nicht. Hier nochmal so ein hinmachen, dass wir unseren Hafen da nochmal sichern. Zack. Das machen wir nochmal. So, da ist das Schiff da. Die Fregatte. Ah ne, das ist. Doch, das ist eine Fregatte. Fregatten haben wir doch schon, oder bin ich jetzt gerade eher. Aber das ist ja ein Kriegsschiff, so war es das. Verfolgt und greift feindliche Ziele an, bis sie das Gebiet verlassen. Danach kehrt es in seine Ausgangsposition zurück. Das ist die Taktik des Schiffes. Und da kann man übrigens auch aktive Verteidigung oder Stellung halten. Das Schiff hält am derzeitigen Standort die Stellung und greift nur feindliche Ziele in seinem Angriffradius an. Das verfolgt keine gegnerischen Ziele. Das finde ich in dem Fall besser, wenn wir die hier liegen haben. Genauso, das müssen wir auch bei ihm sagen. Es gibt übrigens, glaube ich, noch eine dritte Sache. Genau, Generalangriff. Das Schiff sucht, verfolgt und greift. Ja, suchen wollen wir ja gar nicht. Also die drei Sachen gibt es. Wir sagen aber bei beiden hier die Stellung halten. Das ist sie. Ich wollte gerade sagen, jetzt gleich schießen die los. Ne? So, haben wir erstmal alles. Wir hätten die Sylt 1 noch fertig für Transporte. Aber das haben wir jetzt erstmal geklärt. Und hier sollten ja auch die ersten Nähmaschinen, das gucken wir mal hier, Nähmaschinen ihren Weg gefunden haben. Ja, läuft an. Und schon brauchen wir wieder das nächste, nämlich Pelze.
und rum. Deswegen wollte ich eigentlich auch schon lange ein Schiff machen, was auch hin und her fährt. Ich habe ja jetzt zwei in der neuen Welt. Und wir würden jetzt uns nochmal so eine Fregatte eigentlich auch machen. Die hat drei Itemplätze. Die kann ja auch was hin und her fahren. Aber die kann sich eben auch verteidigen. Das ist der Vorteil gegenüber dem Clipper. Reisegeschwindigkeit auf hoher See 100%. Das hat sie auch. Verladegeschwindigkeit geht ein bisschen schneller wie bei ihr, 80-100%. Hat natürlich einen Schiffsfrachtplatz mehr, kann aber nur 2500 Trefferpunkte aushalten, sie nur 2000, kann aber auch Schaden verursachen. Ist eigentlich für den Kriegsstatus gerade besser, ne? Da brauchen wir aber allerdings noch gerade ein paar Kanonen. Ist er das zufällig, der das bringt? Ja, das ist die neue Route. Hat das schon gereicht? Nee, eine einzige fehlt noch. Ja, müssen wir gleich dran denken. Wir produzieren ja weiter in höchstem Maße. Wie viel hat er da an Dings abgegeben? Da haben wir jetzt gerade 83 da, also da ist alles in Ordnung. Ah, wir haben übrigens hier noch einen zum Verkaufen geschickt. Fällt mir dabei gerade ein. Die ganze Geschichte bringt uns dann mal eben 2800. Davon brauchen wir noch nichts. Was haben wir hier für Item? Da ist mal was für Schiffe. Oh, schon geht's los. Welcher Hafen? Sylt wird gerade angegriffen. Aber den Kampf sollten wir gewinnen. Das ist ein Schiff. ...2209 hat es noch Antrefferpunkte. Zelt befindet sich im Krieg. Ah, wie gesagt, gut, dass wir da gerade eine zweite gebaut haben. Die feuert ja auch, die wird gerade nicht angegriffen. Brauchen wir niemanden zur Verteidigung schicken, das haut jetzt auch ab. Zerstört haben wir es nicht. Es hat noch rechtzeitig sich geschützt. Okay, wie schnell kann sich das wieder auf... Oder müssen wir da irgendwie eine Reparaturgeschichte? Wie gesagt, ich kenne mich mit Krieg nicht aus, weil ich wirklich nie führe. Bin, aber das geht besser von alleine. Guck mal da, 42, 47. Es wird wieder. Okay. Insel bleibt standhaft. Hier werden jetzt jeweils 6 eingelagert. Das war jetzt gerade nochmal interessant. Und er hat sich wieder von dannen gemacht. Ja, wir müssen dann natürlich auch gucken, dass unsere Hafen, also dass wir hier auch einen Reparaturkran haben. Das ist ja auch möglich. Aber wir sehen gerade, der ist jetzt gerade hier hingefahren, wo er auch immer hin wollte. Ne? Und wenn jetzt hier unsere Schiffe kreuzen, die in den Süden fahren, also dann haben wir dann auch dort vielleicht Probleme. Umso wichtiger ist, dass wir uns da auch verteidigen können. Ja, ich hatte da hinten noch das Schiff, das darf ich jetzt nicht vergessen. Aber es war jetzt natürlich Krieg, da muss ich natürlich darauf reagieren. Ich wollte jetzt erstmal schauen, so ein Reparaturschiffswerft, Hafenmeisterei, Depot, war das vielleicht hier? Irgendwo gibt es das, da Reparaturkran. Könnten wir bauen. Brauchen wir auch. Ich würde ihn aber mal genau da hinsetzen, wo dieses Schiff gerade ist. Unser Flaggschiff. Da müssen wir sowieso mal gucken. Das war aber hier, dass wir uns das hier ein bisschen besser aufbauen. Also ich mache mal gerne mit so Keimauern auch was. Brauchte das eigentlich ein... Können wir das mal so ein bisschen davon distanzieren. Brauchte das eigentlich ein Dings? Aber das hätte es hier. So ein Lagerhaus. Ich meine nämlich nicht.
So, dann könnten wir nämlich jetzt hier den die Kaimauer. Wobei, das ist auch Blödsinn. Man kann besser mit diesen Depots hier arbeiten, die wir hier schon haben. Können uns aber auch noch welche leisten. So ist es nicht. Das ist ja dann quasi auch wie so eine Kaimauer. Aber es ist in dem Fall sogar noch... Da passt leider keine dritte mehr hin, nur noch schräg. In dem Fall haben wir ja auch den Vorteil, dass wir dadurch noch... Und das kann man hier übrigens auch ändern. Entschuldigung, dass ich mal abbreche. Aber dadurch kann man eben nochmal hier ein bisschen mehr Kapazität auf der Insel haben. So, das wollte ich noch aussprechen. Gut. Der braucht das nicht. Das war schon mal gut. Wir machen hier dann direkt noch so eine zweite Geschichte. Nächstes Kriegsschiff. Und hier haben wir jetzt aktuell nur so diese Flak, die ja nur für die Luft wichtig ist, gut ist. Deswegen müssen wir uns hier auch nochmal aufstellen. Den Kanonenturm haben wir jetzt 10, da fehlt ein bisschen was, da müssen wir noch kurz warten. Und die beiden setze ich jetzt mal hier hin, dass das auch klar ist. Er kommt hier hin und der Reparaturkran, den ich eigentlich gerade... machen wollte. Dafür habe ich ja auch Platz geschaffen. Ah, der braucht so ein ganzes Ding hier. Den können wir aber auch hier hinsetzen. Ist auch nicht so schlimm. Wird ja hier verteidigt. Setzen den mal hier hin. 40 Fenster. Hammer. Aber wenn wir nachher nicht haben, dann ist das nachher ein Problem. Gut. Gut. So, wo waren wir? Wir waren ursprünglich, als der Krieg anfing, waren wir hier und haben nämlich geguckt, ob wir noch was kaufen können. Bei den Items, die ja jetzt wieder völlig anders sind. Das ist für die Großküche weniger Wartungskosten. Dies allerdings in der Nähe von einem Handelszentrum, das wäre sinnvoll. Ziegeleien würden dann komplett kosten. Was kostet die? 9,2, das ist gar nicht so schlecht. Hier ausgerichtete Schiffe. Trefferpunkte. Plus 600. Ein Schleppermatrose. Der geht auf Schiffe. Der ist ja gar nicht so schlecht, ne? Um vor allem auch unser Flaggschiff zu sichern. Aber 78 ist die Hälfte von dem Geld, was wir haben, ne? Heftig. Wir müssen mal mehr Sachen verkaufen. Das stelle ich jetzt auch mal ein. Das bringt ja nichts. Und die Rezeptarchivarin, die ist für die Großküche gut. Sie braucht dann Schweine statt Rindfleisch. Das ist ja... auch nicht so schlecht. Und 30% mehr. Aber trotz alledem, auch die ist sehr teuer, würde ich erstmal lassen. Brillenfabrik haben wir noch nicht. Die interessanteste wäre hier für die Großküche, dass wir noch ein bisschen Geld sparen. Die nehmen wir mal mit. Gut, dann fahr du wieder hier hin damit. So, und jetzt mal verkaufen, weil wir müssen die Dinge ja hier nicht verschenken lassen. Außerdem brauchen wir immer Geld. Schnaps können wir jetzt gerade aktuell verkaufen. Dann machen wir einen Mindestbestand von 50 mal. Hier das vor allem können wir verkaufen. So viel brauchen wir auch nie im Leben. Dann machen wir auch 50. Segel verkaufen wir. Lassen wir aber mal aufgrund der Lage ein Schiff wieder anklaffen auf 100. Für die Route 2. Wo fährt's denn hin? Da oben hoch fährt's. Nach Langeoog. Der verfolgt es aber. Da müssen wir jetzt mit unserer kleinen Flotte hinterher. Ja, der verfolgt uns. Es sei denn, der möchte auch da irgendwo hin. Jetzt holen wir natürlich unsere Sicherheit da hinten weg, ne?
Ey, oh, ich habe leider gedrückt. Da darf man echt dann nicht mit dem rechten Maustaste irgendwie zwischenfunken. Weil da ist noch ein blaues Scheiße. Jetzt ist vorbei, dann sind unsere anderen beiden Schiffe eigentlich auch weg. Dann kann ich das eigentlich lassen, das gewinnen wir ja nie, das Rennen. Das ist schon eins, was ich auch wehren kann. Die anderen zwei sind eh da hinten, aber wir verlieren das Ding eh. Also da ist jetzt ein zweites Schiff und das ist eh schon angegriffen und angeknackst. Also für die Route 2 brauchen wir ein neues Schiff. Wir haben eins definitiv verloren. So ein Mist. Ich hasse das. Ich hasse das bei Spielen, wenn das so ist, ne? Ich hätte doch lieber den Willi drin lassen sollen. Immer ein ruhigeres Spiel gehabt. Und dann schicken wir die Flotte wieder hier hoch. Ja, Leute, so ein Mist. So ein Mist. Aber was können wir, sollen wir machen? Machen wir jetzt echt nichts. Ja. Das heißt natürlich gleichzeitig, wir brauchen wieder ein neues Schiff. Hier sind wir gerade noch dran. Das muss nämlich dann auf Route 2, hat jetzt gerade kein Schiff. Was macht Route 2 nochmal genau? Drei Dinge, deswegen brauchen wir schon etwas größeres Schiff. Reicht nicht so ein kleines Ding und den ist, wie es ist. Und wenn die jetzt noch meinen Hafen angreifen, was sie nicht tun, also wir müssen dringend auch den Hafen hier verstärken, aber da muss ich echt aufpassen, wo die ihre Sachen haben. So, das ist jetzt eine Fregatte, die ja eigentlich nach Südamerika sollte, nach in die neue Welt sollte, was aber jetzt wieder für die Route 2 eigentlich eingesetzt werden muss. Was hat die Route 2? Was liefert die? Die liefert uns. Liefert uns Holz, liefert uns Paprika und Fleisch. Ja, die halten sich immer noch da auf. Schicke ich die jetzt wieder los, haben wir dasselbe Problem wieder. Zumal hier da auch wieder sich ein blaues Schiff nähert. Der Clipper ist gleich da drüben. Es ist, wie es ist. Es ist bescheiden. So, die setzen wir jetzt erstmal hier ein. Wir wollten hier aber auch noch so ein... Großküche, die betrifft es nämlich dann. Haben wir 20% weniger Kosten. Okay, haben wir das ausgenutzt, alles gut. Aber hier wollten wir jetzt dringend noch... so einen Kanonenturm bauen. Jetzt können wir es nämlich... Können wir noch einen zweiten bauen? Ja. Wenn man das, man kann das übrigens auch vergleichen mit ihr hier. Sie ist militärisch uns um Weiten überlegen, ne? Also 208:66, ne? Können wir mit ihr denn jetzt einen Waffenstillstand? Unmöglich. Ja, liebe Leute. Sie ist jetzt hier. Wir müssen sonst ein Schiff hier hochschicken. Wir können ja auch ständig da ein Boot mit dabei schicken wie sagt man dazu? Als Unterstützung quasi, ne? Da fehlt uns jetzt noch ein davon. Die sind natürlich schnell, das ist das Schöne, mit 18 Knoten. Während die, obwohl, die haben auch 18,7, die Fregatte. So langsam sind die gar nicht. Die, der Clipper 19. Ja, jetzt sind wir gar nicht viel weitergekommen, ne? Aufgrund dieser Kacke. Dass wir uns hier nur verteidigen müssen.
Ich setze die, wie hieß sie denn jetzt? Also die hatte ich ja gar nicht benannt. Aber das ist auch blöd, ich komme mit den Namen auch immer. Ne? Fleißige Biene, Punkt. Die wird jetzt auf die, die 2 angesetzt. Wo ist sie denn? Ah, da unten. Und dann soll sie jetzt ihren Dienst tun. Und wir würden vielleicht jetzt... Ihm kann ich jetzt zum Beispiel sagen, auf Eskorte. So, das sucht dich. Ja, also es fährt jetzt immer mit. Deswegen habe ich ja gerade geguckt, ob wir schon nächstes machen können. Damit wir hier auch weiterhin Sicherheit haben. Aber dass wir uns wenigstens noch ein bisschen mehr verteidigen können, wäre das sicherlich sinnvoll. Ne? Der hat jetzt Schaden pro Sekunde 21 und er selbst hat jetzt 41 49, während das Ding, was uns angegriffen hat, zum Beispiel 52 Schaden pro Sekunde macht. Also eigentlich immer noch überlegen. Man bräuchte fast 2 davon, von den Kleinen. Ne? Ja, ist jetzt schwierig. Ist jetzt echt schwierig. Was stellen wir denn da unten mittlerweile her? Wir helfen, wo wir können. Zu wenig, definitiv zu wenig. Woran liegt das? Wir haben schon 2 Firmen. Der bringt jetzt gerade 5 hoch. Brauchen aber eigentlich noch mehr. Aber es ist ja alles dafür da. Also das ist da, das nehmen wir ja nicht so viel weg. Das haben wir ja auch gerade schon gesagt. Also geprüft. Wir haben ja jetzt hier auch noch 12 da. Also kann weiterlaufen. Ne? Ja, Leute. Hier ist übrigens gerade die Gefahr. Guck mal. Na, der fährt dahin. Man darf halt nicht in den Range kommen. Aber das kann man ja nicht wissen, ob man da reinkommt. Ne? Von daher ist das immer so eine Sache. Gut, wir sind wenigstens ein bisschen weiter gekommen, was hier die Nähmaschinen angeht. Da sind wir soweit. Pelzmäntel sind wir noch lange nicht so weit. Wir gehen gleich mal in die neue Welt rein. Bier wird übrigens gerade ein bisschen knapp, sehe ich. Das müssen wir uns auch mal angucken. Aber all das dann beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich hoffe auch, dass wir dann nicht irgendwie kaputt gehen. Das kann ja auch passieren bei dem Spielstand. Wir wieder von vorne anfangen. Und dann holen wir den Willi rein, das ist auch klar. Okay, bis dahin hoffen wir erstmal. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.